Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sind wir nicht in Minecraft, sondern in Eurotruck. Warum bin ich aber in Minecraft? Und zwar, weil ich was Wichtiges erwähnen muss. Wir spielen heute mit dem lieben 1.13 Brady Cat oder auch Lukas etwas Eurotruck Simulator 2. Der Plan ist, dass das Ganze hier zu einem Projekt wird. Falls euch das also gefällt, gerne mit einem wunderbaren Daumen nach oben bestücken. Jetzt aber zu dem Wichtigen, das ich erwähnen muss. Und zwar ist das Ganze in dem Style, den ihr wahrscheinlich von Paluten kennt. Und zwar diese Woche, beziehungsweise heute, kommt diese Folge auf beiden Kanälen. Nächste Woche kommt die nächste Folge von diesem Projekt dann auf Anos Channel. Dann wieder auf meinem Channel und so weiter. Das Ganze ist zumindest geplant, wöchentlich zu kommen. Ob es wöchentlich kommt, sehen wir dann. Es kommt halt immer auf die Motivation an. Aber ja, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Und bevor ich jetzt wieder zu viel laber, denn ihr kennt mich, würde ich jetzt sagen, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Falls ich irgendwas vergessen habe, seht ihr das in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem komischen Kanal. Wir versuchen heute lebend in, weiß ich nicht, anzukommen. Ich habe schon wieder den Ort vergessen. Aber den Ort versuche ich mit diesem komischen Typ rechts neben mir zu erreichen. Hallo! Halt die Lappen! Okay, los geht's! So. Halt einfach das Schnauzen. Wir fahren übrigens nach Nürnberg. Oh, Junge, was ist denn das hier für ein Verkehr? Fahr doch einfach. Genau, fahr doch einfach. Alter, was ist denn das? Kommt doch mal eine Lücke. Nee. Ja, kommt erst keine Lücke. Oh doch, jetzt kommt eine Lücke. Eine große, sehr gute Lücke. Ja, für mich ja. Für dich ist es eher suboptimal. So! Fahr einfach. Da ich natürlich wieder das Lack des Todes habe, werde ich unten rechts wieder das Navi schön einblenden dürfen. Ich nicht. Freunde, hier ist 60. Nicht 70. Aber nehme ich. Fahrt die mir zumindest nicht so rum wie der Bus letztes Mal. Was meinst du im ersten Versuch der Aufnahme? Ja. Komplett schief gegangen ist? Nee, ich meine, bei mir ist nichts schief gegangen, ich weiß es nicht. Also, ich möchte ja mit dem Finger auf niemanden zeigen, aber ich zeige auf OBS. Halt doch den Lappen. Hallo, fahrt bitte. Gaspard ist rechts, meine Damen und Herren. Benutzen Sie es. Hier ist unbegrenzt sogar. Macht euch jetzt. In Deutschland ist es Schnellfahrgebot. Oh, so ein Schnellfahrgebot. An der Nordseeküste. Übrigens. Hier lebend ankomme ich weiter nicht. Da Lukas es vergessen hat zu sagen, wir bauen zusammen eine kleine Firma auf. Ich bin natürlich der Hauptprotagonist mit 06 Industries, Lukas mit Brady Industries. Wie wir auf Industries gekommen sind, ich bin einfach hochintelligent und einfach kreativ. Kreativ ja, aber intelligent nein. Ich habe einen 1,7er Schnitt, lass mich in Ruhe. 0,7? 1,7, was für 0,7? Ich habe 0,7 verstanden. Spitze, Junge. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme übrigens angemacht habe. Ich hoffe schon. Schau doch nach. Nein, ich habe die Aufnahme angemacht. Wenn ich jetzt nachschaue, bin ich im Kofferraum von meinem Vordermann, Alter. Das ist ja nicht mein Problem. Wäre jetzt nicht die durchgestrichene Linie hier, wäre ich schon lange vorbei an allen. Die bremsen vor mir, ich kotze ab. Es ist unbegrenzt! Hier ist 60. Nein, die Straße ist schlecht übergesehen, ist unbegrenzt. 60. Als nächstes kam 60. Oha, jetzt geben sie Gas. Ach, hier ist unbegrenzt, okay. So, meine Fahrt ist sehr entspannt. Ich hab niemanden vor mir.
brauche mich nicht aufregen. So, fahren wir schön langsam jetzt hier auf die Autobahn. Übrigens, im ersten Aufnahmeversuch waren wir im wunderbaren Frankreich und natürlich in der wunderbaren Schweiz. Dort habe ich mich natürlich benommen. Die Schweiz ist ein sehr, sehr cooler Ort. Frankreich ein Stückchen geiler, aber darüber reden wir in dieser Aufnahme nicht, denn mein Anwalt hat gesagt, das sollte ich unterlassen. Ja, das wäre sehr gut. Das überlege ich mir noch. Ich habe die Post schon geschrieben. Ja. Der Postler kann sich hinten anstellen. Da wollen viele bei mir Briefe abgeben. Aber? Ich mach halt nie auf. Nie was an. Ich hab auch gar keinen. Och, nicht schon wieder ein Bus. Er zieht vor mich. Wenn jetzt gleich eine Baustelle kommt, werde ich in diesen Bus reinrasseln. Es ist mir egal. Ich habe keinen Nerv für so einen Bus mehr. Das hat gestern. Musst du aber. Mann, nein. Doch. Nein. Wie willst du bitte an die erste Spitze kommen, wenn du nur Unfälle baust? Das nehmen wir dann, wenn es soweit ist. Also nie. Ich muss mal Tempomat rein hier. Natürlich können wir übrigens nur 90 fahren, weil bei schnellen Aufträgen hatte sich die Devs von ETS gedacht, ist es eine schlaue Entscheidung, es auf 90 zu cappen. Jetzt bremst du auf der verdammten Autobahn, um die Spur zu wechseln, auf 70 runter! Da. Schön wieder Nacht. Schön wieder Nacht. Jedes Mal, wo wir bisher was gemacht haben, war immer Nacht. So. Storytime, meine Damen und Herren. Das letzte Mal, wo ich auf der Autobahn gefahren bin, waren dort andere Autos. Ach. Nur. Ich hätte niemals gedacht, dass da immer andere Autos waren. Was soll denn der Voice-Chat jetzt? Was? Du warst gerade bei mir auch im Game sein, okay. Ja, das wird notiert, das mache ich auch. Ich habe eigentlich nicht gedrückt, dass ich in-game zu hören wäre, aber okay. Besser ist es. Mann, ich will nicht nur 90 fahren. Das ist unfair. Schön, dass du 90 fahren darfst. Ich kann nur 80 fahren. Das Gaspedal. Nee, dann krieg ich Geldstrafe. Ich will mein Geld nicht verlieren. Geldstrafe kriegst du nur bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, wenn die Polizei kommt. Aber wenn mich hier jetzt gleich noch ein einziges... Wobei, gut, wir haben andere Geschwindigkeitsbegrenzungen bei LKWs fahren. Ja. Na gut, das habe ich gestern auf der Baustelle nicht gemerkt. Da sind irgendwie... Ich schneller als alle anderen. Aber darüber reden wir nicht, denn das hier ist die Formel 1 auf deutschen Autobahnen. Wo nicht in ETS. Doch. Genau, ich halte mich an die Geschwindigung. Geschwindigung? Ich halte mich an die Begrenzungen. Ich habe gerade auch gar nicht auf mein Handy geschaut und bin auf die zweite Spur gekommen. Nein. Ich habe mein Handy ausgemacht. Ich habe auch Leuten gesagt, dass ich jetzt bitte nicht gestört werden möchte, außer meiner Familie, die jeden Moment reinkommen könnte. So, 50 Kilometer noch. Da kommt gleich schon die Eisfahrt nach Fürth und Ehingen. Falls ich das richtig gelesen habe. Oha, jetzt kommt ein riesiges Schild, mal gucken wir. Ne, Erfurt, nicht Erlangen, achso, erklärt so einiges. Was erklärt's denn? Ja, vergiss es einfach. Nee, Mann. Sag. Es gibt die Geschichtsstunde mit dir. Ich habe gestern eine Geschichte erzählt, du warst nicht interessiert. Pech. Ja, jetzt bin ich interessiert. Nee. Was, ja, doch. Was krieg ich dafür? Ein Keks. Ein Keks? Was für ein Keks? Jeden, den du möchtest. Oha. I get it, Cookie. Oh. Ich mach ihn dir auch selber. Gut, worüber willst du Story? Irgendeine. Erzähl von deinem Lebenswerk. Von meinem Lebenswerk? Ja gut, ich hab... Ich könnte höchstens das erzählen, was dieses Jahr jetzt noch ansteht. Zumindest in meiner Bude hier. Kannst du gerne machen. Und zwar... Du kannst keine Mordpläne sagen. Das überlege ich mir. Wird vielleicht auch noch mit einbezogen.
Wie vielleicht der eine oder andere weiß, habe ich ein wunderbares eigenes Zimmer, das sehr überraschend ist, wenn man in meinen Aufnahmen niemand anderes außer mich hört. Ja, das Ganze wird jetzt bald renoviert, wenn ich die Kohle dafür habe. Wahrscheinlich Richtung Oktober erst wieder, aber darüber reden wir jetzt nicht, denn das ist sehr viel Spaß. Schon mal an die Zuschauer von I Know, die meine sind es, glaube ich, gewöhnt, wenn ich versuche, was zu erzählen. Und N ist sehr, sehr an der Tagesordnung. Es gehört nicht zur Geschichte, das gehört einfach zu meiner Dämlichkeit. Es war gelb! Was? Oha. Und werdet ihr nie erfahren? Außer ja, und ich werde. Raus oder piept's nie raus? Das bleibt drinne. Nein, das wird rausgepiept. Ich werde mir all. Also, ich habe bisher immer einen Pressspantisch gehabt. Pressspan kann zur Hölle fahren. Das mache ich nicht nochmal und ich empfehle euch das allen auch. Investiert lieber 200 Euro mehr. Holt euch ein. Wie nennt man das? Ja, ein Tisch halt aus Holz. Anstatt aus Pressspan. Denn. Das ist nicht nur stabiler für jetzt, sondern es hält auch einfach für die Zukunft. Gut, ich krieg sowas von Strafe jetzt. Oh, hab nichts bekommen. Zü. Hier braucht man das sowieso, dass es hält. Ja, ich habe bisher Pressspann gehabt. Der Pressspanntisch hat leicht schon kassiert. Und das ist nicht so sonderlich empfehlenswert. Gerade wenn ihr dann jemand seid, der mal gerne über die Stränge schlägt in bestimmten Spielen. Ja, das wird dann besorgt. Ich werde dann auch von Swiss Bets, vielleicht kennt ja einer von euch die Marke. Oder Swift. Nee. Ich weiß gerade, mir fällt gerade der Name der Marke nicht ein, aber ich werde mir ein Schweizer Bett kaufen. So ein Boxspringbett. Das ist so irgendwie der Marktherr, glaube ich. Was das angeht. Zwar teuer, aber ich habe mich in das Bett reingelegt und hab mich sofort verliebt. Ich brauche dieses Bett. In meinem aktuellen Bett, wenn ich mich da reinlege, möchte ich am nächsten Morgen einfach mich vom Hausdach stürzen oder auf dem Haus. Ich schlafe lieber auf dem Boden als im Bett, das sagt genug. Aber ich komme erst in 20 Stunden an, ich hänge hier immer noch an der Ampel. Warum fahren die über Rot? What the fuck? Okay. Rot ist eine Empfehlung. Die Ampel war rot und der LKW-Fahrer ist drüber gefahren. Okay. Sehr interessant. Ja, was fahr ich denn hier zusammen, Mann? Eine Katastrophe anscheinend. Jetzt sind wir jetzt grün. Halt, nee, ich hab Vorrang. Also egal, ich halt einfach nicht hier dabei, ja. Was? Bist du halt einfach nicht dabei, ist okay. So. Ich mach meine alten Absatteln. Regeln. Absatteln, Spitzen werden abgesenkt. Und ausgezeichnet, Alter. Das ist doch hier, Junge. Das ist Qualität. Das ist 06 Industries, meine Damen und Herren. Wenn sie was benötigen, 06 Industries. Ich werde mal... Wobei war das hier? Wo war denn hier der LKW-Händler? Och, leck mich doch kreuzweise. Wo war denn hier der LKW-Händler? Ach, hier hinten, oder? Oder? Nee. Hm. Wo war so der LKW-Händler? Mann! Nochmal auf Deutsch. Ich bin LKW-Händler. Ach, das ist ja gegenüber. Hoppala. Jetzt bin ich gegenüber. Ich höre nur Motor. Schon wieder Nacht, Mann! Ist doch kacke. Wobei, ich will kein Iveco. Wir fahren. Also ich fahre auf jeden Fall mal kurz in eine andere Stadt dann gleich. Dann. Ich folge dir. Ich wollte nur gucken. Aber in welcher Stadt haben wir denn gescheiten? Volvo war, glaube ich, in Nürnberg. Da kommen wir jetzt natürlich schlecht hin. Wobei, wir fahren gleich nach Stuttgart. Hoffentlich hat Stuttgart Mercedes. Mit Mercedes könnte ich einen Kompromiss finden. Okay, erinnere mich dran, wenn ich es vergesse. Ich war vor. Ich hab Vorfahrt heute. Das war sehr eine Idee, so früh schon einzulenken, egal. Halt! Junge!
Legst du fest? Nein, nein. Oh ja, das kann er vergessen. Oh, Ehre. Ehre. Schon ausgelassen hier. Ist der hinter mir oder was? Es war dunkelgelb. War es nicht. Mann, da war die Polizia hinter mir. Der direkt $260 kassiert. Ja? Rote Ampel überfahren. Nee, das kriegst du immer. Ja, aber hinter mir war plötzlich Polizei. Und der hat Blaulicht gemacht. Junge! Du scheiß Auto, der ist vor mir in dem Kreisverkehr vor mir gefahren, also wirklich. Ich brauche nicht gucken, ich bin LKW, ich bin stärker. Denke ich mir das auch. Was ist, wenn ein LKW wie hier gerade ist? Gut, so sollte man eigentlich durch den Kreisverkehr nicht fahren, aber egal. Passt schon. Ah, hier haben wir ein Navi natürlich eingebaut, weil DAF ist gut. Halbwegs. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsmarke ist so für LKWs oder zumindest hier im Game. Was ihr da immer bevorzugt habt. Bei mir ist es immer. Ah, mein Gott. Fahr oder lass es, ganz ehrlich. Bei mir war es immer Scania oder Volvo. Renault hatte ich anfangs immer genutzt, aber seit längerem auch schon nicht mehr. Okay, ich kann leider nur den Tanker zeigen. Ich hätte gerne gezeigt mit den km/h und Tempomat und allem, aber ist, zumindest haben wir einen Nambi unten rechts. Das ist mal etwas, das haben wir nicht so häufig. Beziehungsweise ich nicht. Ich glaube, Lukas hatte bisher das immer, ich nicht. Ja, ausnahmsweise jetzt nicht. Ja, das ist Karma. Welches Karma? Karma. Brauchst nicht. Karma ist eine B-Punkt. So, so ein B-Punkt. B-Punkt. Es wird langsam aber Tag, das ist auch mal was. Das haben wir nicht so häufig. Hier Tempomat rein. Dadurch geht direkt der Tankverbrauch runter. Merkt euch das übrigens für Real Life. Tempomat ist nicht für faule, Tempomat ist für sparsame. Tempomat ist eine tolle Sache. Ups. Das war ein komischer Zugsoundeffekt bei mir. Ja, bei mir auch. Ich fahre hier schön behutsam runter. Ich verstehe nicht, warum du so schnell fährst. War nicht schnell, ich bin 50. Ich bin auch noch 50. Wir sind 50! Ich bin 50 im Alter. Was soll das jetzt heißen? Meine Frau sieht wie 50 aus. Was soll das jetzt? Ich sehe aus wie dreifacher Familienvater, ja? Also? Das macht mir nie 50. Ja, heutzutage schon. Aber mit deinem Bart kannst du trotzdem nicht wie Weihnachtsmann mithalten. Es geht von deinem Geld ab, also. Ja, du musst trotzdem Schaden zahlen. Ich habe keinen Schaden bekommen. Jetzt? Nö. Schade. Hätte man noch gemobbt, nur. Und genau so müsst ihr es auch übrigens auch im Real Life machen. Immer schön beim Überholen einmal rüberziehen. Dann vorbeifahren und wieder die rechte Spur belegen, ja? Wenn ich irgendeinen von euch erwische, wie er auf der rechten Spur schleicht, Alter, dann gibt's Hauer. Die Haue sind nicht so gesund. Hier ist schön Elefantenrennen.
weil der Typ jetzt auch meint, hoch zu beschleunigen. Aber jetzt ist es mir egal, jetzt ziehe ich rüber. Die Unfall verursacht. So. Bisher läuft es ja relativ gut. Wir haben jetzt langsam Tag, deswegen schalte ich jetzt das Tagfahrlicht an. Und dann haben wir hier schön Spaß in der Müde. Denn in der Nordseeküste am norddeutschen Strand. Okay. So nähert man sich anderen an. Möchte bitte die Lyrics in den Kommentaren haben, ja? Dankeschön. Das ist ganz wichtig, dass wir das benötigt. Hat im Leben nichts Besseres zu tun, als zu singen, ne? Was für Unfall verursacht? Okay. Wie die zu dumm sind zum Fahren, ist noch nicht mein Problem. Wir müssen doch damit rechnen, dass ich einfach nach rechts fahre. Das ist wieder halt genauso. Also zumindest bei den meisten. Was ist bei den meisten? Ich wurde gerade genervt im Wheelie. Dass man das LKW-Fahrer einfach vor einziehen? Nö, also mir ist das noch nie passiert. Aber ich höre, dass es relativ häufig passiert scheinbar. Das ist auch nur durch vernünftig. Sehr gut, bei vernünftig läuft die ganze Zeit auch nur Videos, die dann auch gesaved werden. Das passiert ja jetzt nicht so häufig. Und wenn, dann ist es meist, dass der, weil der LKW dann halt in, keine Ahnung, 5 Minuten oder so irgendwo an der Raststätte sein muss oder so und in der Nähe direkt eine ist und der rüber muss. Weil die dürfen ja nicht überziehen. So, jetzt müssen wir natürlich einmal nach links. Auf die mittlere Spur, um 11 der rechten Spur zu landen, Junge. Bewertet übrigens mal nicht nur den Part, sondern auch die Fahrstile. Also ihr schreibt in die Kommentare bitte einmal die Lyrics von einer Nordseeküste, dann einmal die Lyrics von Helene Fischer Herzklopf. Nein, wenn ihr irgendwelche Helene Fischer Songs in die Kommentare bei mir schreibt, werdet ihr blockiert, ich sag's euch. Dann mache ich das. Eine Insel, also Nummernland. Dann schreibt ihr euren Lieblings-LKW Marke oder Marken rein, von mir aus auch gerne ein Ranking von ETS-LKW Marken. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Was haben wir bisher gesagt? Genau, und ob euch der Part gefallen hat natürlich. Das ist immer ganz wichtig. Das brauchen wir einfach, um im Algorithmus zu landen. Genau. Ja, ich könnte bei mir auch machen. Ey, Schiri! Was denn? Paul! Warum? Paul! Ist auch so ein Paul. Wenn wir gleich auf eine Geraden sind, spiele ich noch eine FIFA Mobile. Oh! Ups. Kannst du auch gleich mit aufnehmen und dann unten rechts zeigen oder irgendwo. Genau. Ich könnte, ja. Ich spiele mit 120 FPS auf dem Handy. Und konnte mein alter PC nicht mal. Oder machst so ein richtig schlecht eingefügte Hand mit dem Handy in der Hand und machst es da reinfügen. Oder ich mache einen Kanal auf und sage Lucky, ja, in der Bonbon. Kannst du auch gerne machen, wenn du Bock drauf hast. Nee, ich verzichte. Ich möchte keine Kinder verstören mit einem redenden Gummibär. Was nicht sind eh schon genug Leute verstört. Wie fandet ihr eigentlich, gerade beim Thema verstörend, Bernd das Brot? Ich verstehe nicht, warum so viele Leute sagen, sie fanden es verstörend. Ich fand Bernd das Brot immer übel Entertainment. Ich hätte nur abgefuckt. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Ich fand das ultra geil. Ich nicht. Ich hab's gesehen, hab direkt weggefallen. Hast du einiges Geiles verpasst. Das war zwar irgendwie traurig,
Die fährst du denn bitte? Ja, nee, es lohnt sich nicht mehr zu überholen. Oh, das schöne Parkhaus hier. Ein Traum. Hab ich aufgehört. Ja, der wurde ja übelst weggemobbt die ganze Zeit in der... ich weiß gar nicht, ob man das Serie nennen darf. Weil es war ja keine Serie, keine richtige. Nur es war wirklich, also so funny, dumm Entertainment und man hat schon wirklich gemerkt, dass es einfach übel geil gemacht ist. Es ist simpel, aber geil. Hörst du bitte? Danke. Er ist der Aufenthalt in Stuttgart. Machen wir noch rechts. Oder hinten diese Stadt der Flieger. Ein Flieger nochmal, ey. Ich werde auch nächstes Jahr, doch noch dieses Jahr, wenn alles richtig läuft, sitze im Flieger. Oder nächstes Jahr. Einmal dieses Jahr geht es nach Ägypten hoffentlich. Nächstes Jahr geht es nach Frankreich. Wo es dahin geht, werde ich aber genauer nicht beschreiben. Weil ich jemand aufsuchen zusammenhaut? Nein, weil ich da an Orte gehe, wo... Also zumindest der wohnt in Frankreich, wohnt jemand, den ich kenne. In Ägypten habe ich einfach keinen Bock, das zu sagen. Das werdet ihr eh dann auf meinem Insta-Account sehen. Sprich, fuck mal Fenster. Nein. Ist natürlich ganz unten verlinkt. Ja, ganz unten. Also scrollt einmal durch die kompletten Kommentare durch und folgt mir. warte mal. Was denn? Nimm mal noch nicht an. Wo ist hier der Händler? Wir fahren kurz zum Händler. Junge. Nix, auch Junge. Eis der Herr. So, Achtung. Das wundert mich. Ey, ich muss ja drüber wenden. Das wird doch Katastrophe. Bremsen. Guck, genau so bremst man, meine Damen und Herren. Also, die bei Lukas zu gucken, da halt nicht, aber ansonsten stimmt's. Hab ordentlich gebremst, also sei ruhig. Ja, Mercedes-Benz! Hätte mich auch alles andere gewundert. Sag ich euch so, wie es ist. Wir haben zwei Fragezeichen hier. Oh, jetzt regnet's bei mir. Wie soll ich denn hier eigentlich wieder rauskommen? Das habe ich mir nicht so überlegt. Ach, nee, ich... Ach, was mich schaden ist hier an. Digga, du bist so blöd. Du bist aber auch wirklich... So hol in der Birne. Schaut der Chart aus, warum ist der hier an? Oder hast du ihn plötzlich angemacht? Ich kann ihn nicht anmachen. Das ist halt einfach kein Gebiet hier. So, der Laden macht jetzt auf. Oha. Wie soll ich mir da jetzt verkaufen? Gar nicht, der Laden. Ja, gleich. Ich guck doch nur, wie viel wir brauchen. Also. Der kleinste kostet 116.000. Ich habe 115. Also hätte dann. Also wir müssen den Auftrag beenden und dann im nächsten Auftrag. Dich, du Schrei. Kommt, wird das nichts. So blöd. Aber also blöd. Bist blöd. Bist nur du. Oh Mann. Hallo, Ausfahrten, Freiheit. Was bist du für ein Mensch? Wir sind im selben Boot. Ganz ehrlich. Man hat immer rausgelassen. Drecksau. Jetzt wird's auch noch rot. Ich weiß nicht, was mit Bremse vertauscht. Hältst mich doch, ich bin bei jedem 20 Uhr, das ist sehr gut. So, wir müssen leicht sputen, denn ich muss 6 Minuten. Vor 6 Minuten. Mhm. Und spätestens 6 Minuten. Ich jetzt nur aber leicht auf die Tube drücken. Di 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 di
Warum ist ja eigentlich nur 50, wenn man hier auch mit 80 drüber brettern kann? Ich brette hier gerade mit 90 lang. Hab Bündel Leitbank angerammt. Fahren ohne Licht. Und warum ist denn jetzt plötzlich Nebel? Es regnet, du Trottel, und Regen und Wasser und Sauerstoff ergeben Nebel. Schau, was geht hier vor mir ab? Was ist denn jetzt passiert? Ich sehe, was passiert ist. Muss ich auf jeden Fall eine Folge gucken. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab gerade noch den LKW fliegen sehen. Was war das denn? Hä? Plötzlich fliegt er mir den LKW entgegen. Jo! Eigentlich noch was Tolles, okay. Das habe ich denn jetzt getan, dass ich den LKW ins Gesicht bekomme. Was? Junge, was ist das denn? Digga, das musst du in meiner Aufnahme angucken. Das sieht so blöd aus. Alter. Warum fliegt der LKW rum? Ich kenne auf jeden Fall den Titel für die Folge schon. Fliegende Helikopter. Ne, fliegende LKW-Attacke. Ne, fliegende LKW-Attacke. Mit Bordabschlag. Aber. Ich glaube, dann spät hier tut das. Direkt ab 18. Wahrscheinlich. Schneller! Freu mich doch schon. Wir haben es 30 Uhr. Ups. Ja, ich spute mich doch schon. Ich muss doch auch gleich weg. Und das nicht nur im Spiel, Mann. Ich muss mich weg. Ja, sei froh. So, jetzt bremse ich schneller runter. Und dann haben wir... Ausgezeichnet. Dann werden wir in der nächsten Folge unseren ersten LKW kaufen. Darauf... Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen? Auf Fernfahrten sind wir gegangen, ne? Ja, einmal auf Fernfahrt. So, ja, dann übergebe ich das Wort wieder an Lukas. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut bei Philipp vorbei, er ist ganz oben in der Videobeschreibung, ausnahmsweise. Bei mir auch. Schaut auch die anderen Links an. Ich bin auch bei mir immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich glaube, das bringt nicht viel. Aber habt doch einen schönen Abend, Tag, Mittag, wann auch immer ihr schaut. Halt dich ins Klo. Und ja, tschüss. Tschüss.